bei dem großen Wald wohnt ein armer Holzhacker. Er hat zwei Kinder. Das Mädchen heißt Greta. Und der junge Hänsel. Oft gehen die Kinder in den Wald. Sie sammeln Pilze, Heidelbeeren und Brombeeren. Eines Tages verlieren sie den Weg nach Hause. Nach einer langen Wanderung finden sie ein kleines, wunderliches Haus. Das Haus ist aus Zucker und Kuchen gebaut. Die Kinder sind sehr hungrig. Hänsel isst ein Stück Schokolade vom Dach. Gretel schmeckt ein Fenster aus Zucker. Plötzlich geht die Tür auf und erscheint eine alte Frau. Ihr lieben Kinder, kommt nun herein. Merken die Kinder, dass sie eine Hexe ist. In einer Ecke steckt ein Käfig. Die Alte sperrt Hänsel in und lacht boshaft. Du musst dicker werden, dann wirst du mir besser schmecken. Greta kann dem Bruder nicht helfen. Was machen wir jetzt? Jeden Tag gib die Hexe dem Jungen gutes Essen. Greta muss aufräumen, waschen und Wasser holen. Die Hexe überprüft oft, ob der Junge schon dicker ist. Zeige mir bitte deine Finger. Der kluge Hänsel zeigt ihr aber statt seinem Finger ein Stückchen. Die Hexe zieht nicht gut und wundert sich. Der Junge ist immer noch zu mager. Eines Morgens will die Hexe nicht mehr warten. Ich habe einen großen Hunger. Ich bin böse. In den großen Ofen macht sie Feuer. Danach nimmt sie eine Schaufel und sagt:
Ich kann nicht. Du dummes Kind, ich zeige es dir gleich. Sie wieder frei. Die guten Tierchen helfen ihnen und die Kinder finden den Weg nach Hause. Hansel hat auch ein Geschenk für Mutter und Vater. Da haben alle Sorgen ein Ende und die Familie lebt weiter glücklich zusammen.